So, hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamG Drive. Ja, wir werden einfach mal kurz hier schnell den Wagen wechseln zum Four-Wheeled Blister Compact. Natürlich wieder auf Riverside Expressway auf der zweiten Beta. Link zu diesen beiden Mods natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Aber wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen rumtuckern, so tun, als würden wir hier hingehören und einfach irgendwas suchen, wo wir hinfahren könnten. Wir fahren falsch. Gegen der Fahrtrichtung. Oh. Und wir haben, glaube ich, vorne links das Rad beschädigt, wenn ich das richtig sehe. Wenn ich das richtig spüre. Ja, das haben wir. Können wir irgendwas Schnelleres. Wie zum Beispiel den VW Polo Air RWRC. Tarmac Version natürlich. So. Schön hier durchfahren. Oh. Habe ich gerade einfach mal so auszusehen. Fast meine Maus runtergeschmissen vom Schreibtisch. Oh, aufpassen, aufpassen, bremsen. Oh, 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 oh. Ja, mit diesen Auffahrten haben wir noch unsere Probleme. Oh, aber wir können weiterfahren, oder? Ja. Oh, oh, oh Gott, da sind zwei oder drei Räder kaputt. Eins. Dafür ist das komplett umgedreht einmal. Über die Bremsscheibe und alles. Okay. Das ist vielleicht keine schlechte Idee, nochmal zu reloaden. Und dann fahren wir einfach hier mit Speed nochmal rüber. Bis ans Ende. So. So. Gefährlich natürlich einfach die Handbremse zu aktivieren. Das dürfte relativ schnell sein. Jetzt habe ich leider das UI ausgeblendet. Shift U. Okay, das ist sowieso gerade ausgeblendet hier, weil wir innen drin sind. So, oh, schneller kriegen. Da ist keine durchgestrichelte Linie, das ist nur eine optische Täuschung. So, haben wir grün? Nö, glaub nicht, scheiß drauf. Wenn ich sage, wir haben grün, dann haben wir grün. Na, jetzt fahren wir sogar nochmal in die andere Richtung, glaube ich, gerade zurück. Auf die Brücke kommt man nicht irgendwie, ne? Oh, oh, oh. Auf die da. Oh Gott, nein. Oh, oh, oh. Gucken wir mal kurz. Bleiben wir nochmal schnell dran. Oh Gott. Oh. So. Da hinten ist die Brücke. Hier links auf die Elizabeth Street muss er sein. So, der darf nur 40 fahren hier vorne. Wir fahren. Oh Gott. Ah, das dürften so 60 sein, oder? 30 Meilen sind etwa 50 km/h. Oh, dürften ja. Dürften 40 zu 60 sein, denke ich mal. Aber. Das war nur die Frontstoßstange. Ich will da durch. Ah. Da müssen wir wohl uns kurz auf die andere Seite cheaten. So, hier nochmal reloaden. Habe ich den Handbremse aktiviert? Ja. Oh! Nein! Oh Gott! Aufpassen! Oh. Das wäre ein geiles Thumbnail. Oh, Scheiße! Wollte gerade fragen, wo geht's denn hier lang? Und das geht in ein ziemlich. Ja, es ist nicht gut für uns auf jeden Fall hier. Kann ich überhaupt fahren? Komm, los, gib Gummi. Ja. Hier fährt er sogar relativ gut. Okay, wir rutschen hier viel. Hey, wir können, was, geht's da unten durch? Das sieht aus wie Durchgang. Ah ne, das ist ein Gras. Oh, 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 oh. Was ist denn? Aua. So. Hier schön lang driften. Schön in der Cockpit-Perspektive lang zu driften. Ja, gibt es echt nichts, wo wir durchkommen, oder? Wir können uns aber nochmal hier oben hinsetzen. So, hoffentlich können wir hier aufstehen. Nein, können wir nicht. Verdammt. Wo sind wir gelandet? Im Wasser. Naja, okay, ich bedanke mich dann auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Link für die Map ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja, und dann ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, es euch gefallen hat und sage tschüss.
bis zum nächsten Mal. Warum komme ich da nicht runter? Jetzt. So. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG.